Hey ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr mich angeklickt habt. Mein Name ist Dr. Rule und heute beschäftigen wir uns mit der am meisten gestellten Frage aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, geht es heute um eine meiner Lieblingsfilmreihen, und zwar um Star Wars. Und die meistgestellte Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, in welcher Reihenfolge sollen wir die Star Wars Filme sehen? Nun, ich hoffe, ich kann da Abhilfe schaffen. Solltet ihr bisher noch nicht einen einzigen dieser wunderbaren Meisterwerke gesehen haben, so schlage ich euch vor, am besten die Filme in chronologischer Reihenfolge anzusehen, also in der Abfolge, wie sie zeitlich gedreht wurden. Da die ersten drei Episoden, die gedreht wurden, die Episoden 4, 5 und 6 waren und die Episoden 1, 2 und 3 erst Jahre später hinterher gedreht wurden, kommt es zwangsläufig in den ersten drei Episoden zu Spoilern, die den Filmgenuss in den Episoden 4, 5 und 6 um einige schmälern würden. Um sich also die ganze Filmfreude zu bewahren, hier die Reihenfolge für alle Star Wars Anfänger. Solltet ihr die ganze Reihe schon mal gesehen haben, sprich ihr kennt die Handlung schon, aber ihr wisst nicht genau, welche Star Wars Stories und welche Serien wann dazwischen gehören, dann empfehle ich euch diese Reihenfolge. Die Serie The Mandalorian habe ich in beiden Reihenfolgen Aufzählung außer Acht gelassen, da sie bisher weder auf DVD noch auf Blu-ray erschienen ist. Man kann sie allerdings auf Disney Plus streamen und ich muss sagen, sie lohnt sich wirklich. Und wenn ihr sie gucken wollt, dann ist sie zeitlich genau hinter Episode 6 angeordnet. Ich habe auch wieder eine kleine Überraschung für euch, ihr könnt wieder eine Kleinigkeit gewinnen. Und zwar diesmal die Blu-ray Episode 7, das Erwachen der Macht. Habe ich mir zwar schon einmal angeguckt, ist gebraucht, aber immer noch im 1A Zustand. Wenn ihr also diese Blu-ray gewinnen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare das Wort Star. Ich würde mich außerdem riesig freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, welches eure Lieblingsepisode ist, euer Lieblingscharakter oder was ihr für Erlebnisse mit Star Wars hattet, ob ihr auf einer Convention gewesen seid oder. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Schauen. Vielleicht macht ihr heute Abend noch einen Filmabend, vielleicht einen Star Wars Marathon, vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen dazu motivieren. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, verlinke ich ihn hier nochmal an dieser Stelle. Hier und hier verlinke ich euch noch ein paar ältere Videos von mir. Und mir bleibt nur noch zu sagen, alles ist gut und wird noch viel besser. Euer Dr. Rue.